Das ist ganz interessant an diesem Spiel, dass wenn man die falschen Texte anwählt. Koanga? Komm, wir sind mal ehrlich. Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Das ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Okay. Wir gehen hier mal wieder runter. So. Und dann, wenn ich hier alles einmal abgeklappert habe, dann mache ich auch ein Aufnahmepäuschen. Ist schon fast wieder eine Stunde Aufnahme. Der Platz hier ist leer. Okay. Ja, wer ist da? Warte mal. Was macht er da? Gut, der sitzt da einfach mal irgendwo drauf. Wir können noch mal speichern schnell. Ich kann den Leuten ja auch was aus der Tasche stehlen. Kann nicht beklaut werden. Rede mal mit mir. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarren gestellt hat. Ach, der Schwafelkopf. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Er hat einen Kompass auf der Stirn. Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Das könnte auch ein Tacho sein. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, ja, die schwach genau. sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Boah, fühlst er mich du nicht an. Jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Nee. Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Nee. Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Nee. Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Ja. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Applaus. Sehr schön, sehr schön. Nichts sagen. Aber, warte mal. Hey, du! Verzieh dich raus! Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Er hat ein schönes Tacho auf dem Kopf gehabt, ne? Früher wäre das ganz so. Ah, hier sind wir auch in der Schmiede. Aufpassen, was man rumerzählt. Nochmal speichern. Vielleicht können wir nochmal was Schönes klauen. Kann ich den Darion beklauen? Hey du, was schleichst du da rum? Hi. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. So. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Das ist wieder einer von diesen 5 Synchronstimmen. Ich will mit dir handeln. Gut. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Da habe. Hast du was Schönes? Nee, du hast nur Plunder. Wir haben echt schon einen guten Fang gemacht mit dem Blutfliegenstachel. Ich glaube, den hätten wir auch für gewöhnlich erst im zweiten Kapitel bekommen. Wir können hier natürlich noch ein bisschen krempellos werden, aber ich glaube, das haben wir vorhin schon gemacht. Was? Laute Kochlöffel. Brauchen wir auch noch einen. Rasiermesser brauche ich nicht. Ich rasiere mich nicht. So. Doch, natürlich rasse ich mich. Das ist wirklich nicht mein. Was ist das? Rohstahl. Den brauchen wir noch. Der ist gut. Okay, 16. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist wirklich nicht mein Problem. Lass uns lieber über was anderes. Obwohl, nee, warte. Ach, Mist. Machen da Pfeile draus. Ist, glaube ich, besser. Lass uns lieber über was anderes. Zu viele, wie ich schon verblasen habe. Okay. Solange ich da nichts zu tun habe. Du interessierst dich nicht für mich, ne? Ich will noch mal versuchen, irgendwas aus der Tasche zu ziehen. Kann nicht beklaut werden. Lass uns lieber über war nicht irgendwo eine Kiste?
Körper das ist hat wirklich nicht mein, muss nicht gleich jeder wissen. Gespeichert habe ich ja. Ich gehe einfach mal ran. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links. Mist. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Mist. Links. Rechts. Rechts. Links. 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 Drei Äxte. Boah, 10 Crawler-Zangen. Geil. Klingen. Hochstahl. Ja, hat sich ja gelohnt. Ist die Axt denn gut? Oh, die ist gut. Aber warte, nimm die Waffe runter. Wer denn? Novize. Das sind zwei Templer. Da habe ich immer schön geklaut. Crawler-Zangen, die sind sehr gut. Die brauche ich später noch für einen Auftrag. Hey du, was schleichst du da rum? Wieso habt ihr mich gesehen? Was schleichst du da rum? Das ist wirklich. Hör auf, hier herumzuschleichen. Okay. Bei den Templern brauche ich nicht reden. Aber hier war doch irgendwo noch, wie ist denn der? Fortuno. Da. Ah. Die ist derjenige, der nicht arbeiten will. Dann werden wir nochmal ein Wörtchen miteinander reden. Gorim schickt mich. Was? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Du Penner. Was hast du? Ein Kampf! Klarer Sieger, würde ich sagen. Ne Handaxt. Hast du was dabei? Nö. Die Handaxt ist schlecht, ne? Ja. Schön drauf rumgetrampelt. Tja, ich fürchte, der muss dann zu dem... Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Ich glaube, du bist ein bisschen durch... Was hast du für mich? Hier. Nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Das wird dir noch leid tun. Es ist schwarzer Weiser. Gutes schwarzer Zeug. Weiser? Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Er hat aber keinen besseren Preis als die anderen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration Mist. Schon. Wenn du mehr ja klappen willst, können. Komm morgen wieder. Oder kauf was. Es ist doch gerade noch Mitternacht geworden. Was willst du haben? Was ist das denn? Wurzelsuppe. Na, lecker. Wenn ich das Zeug rauche, bekomme ich auch irgendwie... Ich krieg da irgendwas. Mach endlich Platz, Mann! Suchst du wieder Streit? Du gehst jetzt mal langsam. Ja, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Mach endlich Platz, Mann. Was hast du gesagt? Bist du taub? Weg da! Ich bin eben beiseite gegangen. Arsch. Okay, speichern. Spät, ja. Und dann gehen wir hier unten nochmal lang. Templer, das ist ja gut. Ich guck mal, da war noch ein Bad. Öhrchen, Bad war doch genau. Da ist noch ein Bad. Ich soll nichts sagen. Ob ich auch uns zum Schlafen bringen soll, ich weiß es. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Komm ich hier rein? Ja. Komm ich hier hoch? Ja. Komm ich hier durch? Halt! Nein. Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Na gut. Ja, dann geh mal wieder runter, bitteschön. Und hier stand doch auch noch irgendwo ein interessanter NPC rum. Talos. Talas. Hat er auch den Knüppel? Nee. Aber hat es schön ausgedrückt, seine Lunte. Okay.
Dann gehen wir nochmal zu einer sehr wichtigen Person. Die müsste, glaube ich, hier oben irgendwo sein. Hallo, hoch. Dankeschön. Dann machen wir auch bald ein Aufnahmepäuschen. Die Zeit ist nämlich schon fortgeschritten. Hoppla. Wenn ich hier runterfalle, bin ich meistens auch tot übrigens. Hallo. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Ja, das ist freundlich. Da ist doch mal eine Begrüßung. Kann ich hier was klauen? Gut, der ist beschäftigt. Dann kann ich ja hier mal... Mist. Ah, die eine Kiste war, glaube ich, mit einem Schlüssel verschlossen. Die kriegt man dann nicht auf. Da bricht der Dietrich sofort ab. Und die andere, die müsste aber gehen hier. Rechts, links, rechts. Karloms Rezept. Okay, dann reden wir nochmal mit dem Meister selber. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Na gut. Was willst du? Was willst du? Er spricht ein bisschen komisch. Ich höre nicht mehr auf das. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Bursche? Also verschwende nicht meine Zeit. Entschuldigung. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Wir sprechen mal auf dem anderen. Warum überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber ich wollte noch mal diesen einen Text ausprobieren. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Wie auch immer, wir haben es. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Ich glaube nicht. Ich habe Kohlerzangen, das mache ich später. Ich vermute, wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Der hat nur einen halben Hals gehabt. Ich glaube, das mit den Kohlerzangen, das muss ich später in einem anderen Quest noch machen. Deswegen behalte ich erstmal die. Die sind nämlich ziemlich wertvoll am Anfang. Und wir gehen noch einmal zurück zu diesen Krautstampfern. Denn wir haben ja den einen Harlock da verprügelt, dass der da stampfen gehen soll. Und deswegen gehen wir nochmal gucken, ob er das auch wirklich macht. Tag und Nacht. Ach, aber wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn hier hin? Ich habe mich gerade ein bisschen verfahren. Ich sehe auch überhaupt nichts gerade. Egal, einfach weiterlaufen. Gucke mal, da bin ich nämlich schon richtig. Oder auch nicht. Hier, ne? Ja. Nee. Ich glaube, hier muss ich lang. Achso, hier ist der Templer, den wir zuerst hatten. Der am Wasser steht, genau. So, dann fragen wir nochmal den Grimmarlock. Ach, da ist er ja. Kann ich nicht nochmal mit dem Guru sprechen? Ich habe mit Gorin gesprochen. Ja. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Na dann lass mal hören. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Und das ist auch wieder, Sumpfkraut, das ich an zwei Stellen abgeben könnte.
Aber wir gehen erstmal hin. Und ich glaube, da müssen wir uns so langsam auch entscheiden. Oh, da steht einer. Es ist mitten in der Nacht. Ups, ich hätte vielleicht mal schlafen sollen, aber ich weiß nicht wo. Hallo? Wer bist du denn? Baal Neckbeck. Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Neckbeck. Diener? Ja. Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln. Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter.